Moin Leute und willkommen zurück zu Resident Evil Code Veronica. Jetzt geht's auf jeden Fall ein bisschen weiter mit unserer Action. So, die schmeiße ich hier doch weg. Bevor ich gerade reingelockt bin, habe ich gedacht, nee, machst du mal nicht. Ist halt kacke, nimmt zwei Slots weg. Hatte ich nicht Munition dafür noch gekriegt? Oder habe ich die schon weggeknallt? Habe ich die schon weggeballert? Oder hat Claire die im Inventar? Die hat Claire im Inventar, ne? Ich habe halt irgendwie mit einer Waffe losziehen ist für mich nichts. Ich kann die ja auch mal mitnehmen. Die haben 24 Waffen. Hier, 24 Tulü hier. Brauche ich eigentlich nochmal Heilung jetzt? Viel. Ich muss ja zugeben, das Spiel fühlt sich so langsam ein bisschen nach Ende an. Tendenziell. Es sei denn, es ist wie bei Zero. Man denkt, es ist zu Ende. Oder es ist fast zu Ende. Und dann kommt noch ein Abschnitt. Das Gefühl hatte ich jedenfalls bei Resident Evil Zero. Ja, komm. Wir lassen das mal so, oder? Ich habe aber nur einen Slot. Aber die zwei Schleimdinger, wollte ich gerade sagen, die zwei Juwelen, die sind ja gleich weg, weil da laufen wir jetzt zu dem Raum hin. Lohnt sich das, den Strom wieder einzuschalten? Wir schalten den Strom mal wieder an. Der Hebel bewegen, ja. Strom an ist ein bisschen heller, ist ein bisschen nicer. So, dann kann ich nämlich jetzt... Muss ich ganz kurz schauen. Ich muss auf jeden Fall zum Haus zurück. Dann nach oben. Ja, jetzt könnt ihr auch durch die Tür links, aber wir nehmen hier die Tür um die Ecke und gehen durch die Haupttür ins Haus. Da, da, da. So. Rein in die gute Stube. Was mir auch aufgefallen ist, sind wenig Gegner aufgetaucht in Bereichen, in denen ich schon mal vorher war, nachdem ich irgendwie wieder Bereiche getriggert habe. So, ich glaube, das war hier hoch. Plopp. Habe ich gerade Bereiche getriggert gesagt? Alter. Wann sind... Die habe ich doch alle weggeflext hier. Muss ich denn hin? Geradeaus und dann... Oh Mann. Hallo, stirb. Hey, Junge. Na, ah, der erwischt mich auch. Komm, ey. Ach Mann. Die Wegsnacker hier. Jetzt bin ich wieder verletzt. Jetzt bin ich wieder auf Achtung hier. Sind das so Zombies, die immer wiederkommen? Das ist doch... Kacke. Oh. So. Wir können den blauen Saphir reinpacken. Vielleicht. Ja. Katsching. Ah, okay. Ist glaube ich, das Rätsel ist genauso wie am Anfang. Ich muss wahrscheinlich, weil in der anderen war ja die hier war ja die Spielplatte, die Platte drin. Die muss ich wahrscheinlich nehmen und ins andere Zimmer packen. So die Überlegung. Aber was mir gerade auffällt ist, meine Idee mit dem Ameisen, die dann zu Libellen werden, passt nicht so ganz. Außer ich kann die jetzt hier raus snacken. Nee, wahrscheinlich. Ja, mal gucken. Wir schauen mal, was passiert. Aber ich mache die Ameisen-Dinger ja wieder komplett und nicht nur... ich entferne sie ja nicht mehr. So. Einfach derselbe Kram hier. Ja, was müssen wir bloß tun?
Hoffentlich sind da keine creepy Monster. Lass dich überraschen, oder wie sagt man so schön? Oh, da ist ein verstecktes. Ja, komme ich von dieser Seite nicht ran. Nehmen wir die mit? Lohnt sich das? Großer Raum. Aber der Raum ist hier anders, tatsächlich. Ich lasse die mal da liegen. Da ist noch Munition. Ist die Frage, soll ich die mitnehmen? Brauche ich halt auch nicht. Weil ich ja gerade keine Pistole dabei habe. Die Heilung nehmen wir mit. Oh, da könnte ich mir jetzt auch ein Dreierkraut machen. Kombinieren. So. Und dann kann ich das hier snacken und ich bin wieder gut. Nice. Oh, da. Oh, ach, das war die Libelle. Stimmt ja, das haben wir da in dieses Bild gepiekt. Guck mich mal ganz kurz nochmal um. Aber da müssen wir die Flügel dran machen. Alles andere wäre ja dusselig. Alles andere wäre dumm. Ich hoffe jetzt nur, dass ich nicht jeden einzelnen kombinieren muss. Nice, okay. Prüfe. Juwel aus eine Libelle aus Juwelen und purem Gold. Die Flügel sind vollständig. Aber was soll ich denn jetzt mit der machen? Ich muss auf jeden Fall wieder zurück, denke ich, weil hier gibt es ja keinen weiteren Weg. Kann ich die Munition auch eben mitnehmen? So, nee, das wollte ich nicht. Ich wollte das hier kombinieren. Kann man hier noch was machen? Nee. Oh, warte mal, ist das hier eine Tür? Das sieht voll aus wie eine Tür. Nee, ist eine Schranktür, okay. Dann würde ich sagen, wieder runter, oder? Wir klettern mal wieder runter. Jetzt natürlich die Frage, wo müssen wir hin? Ach, klar, wir müssen... Ah, ja, logisch. Wir müssen hier runter. Da, wo wir unten... Da waren wir halt ja noch nicht. Würde Sinn machen, ne? Da bin ich extra ja zurückgelaufen. Wahrscheinlich wäre das auch sinnlos gewesen, weil ich gesagt habe, wir lösen erst das Rätsel mit den Juwelen. Augendingsbums. Ja, Alter, wie kann der sich denn instant umdrehen? Was sind das für Penner? Wir gehen mal hier rein. War hier ein Speicherraum oder ein Boxraum? Boxraum vor allem. Ein Raum mit einer Inventarbox. So. Nee, das war der Speicherraum. Ja gut, dann hätten wir nochmal zwischenspeichern können, aber egal. Reach. So, jetzt rechts um die Ecke. Da steht wahrscheinlich hundertprozentig ein Zombie. Hundertprozentig. Und da auch. Ach, ich renne voll in seine Arme. Ha! Weggesneakt. Schön elegant, schnell durch die Tür. So muss das. So muss das, Leute. Wir könnten... Ja, okay, hier hätte ich auch gar nicht, noch gar nicht reingemusst. Oh, da unten liegt noch Munition. Die holen wir uns noch weg. Wo ich die gerade da sehe. Wahrscheinlich kann man das, was ich jetzt gemacht habe, vorher machen und dann erst hier den Libellenflügel rausholen, nehme ich mal an. Ist das keine Munition? Doch, okay. Dann hat man alle vier und kann halt hier direkt weiterlaufen und spart sich den Gang vorher hierher. So langsam macht das alles Sinn.
So, ich glaube, jetzt können wir noch mal zu einer Inventarbox. Ich glaube, das mache ich auch kurz. Oh, hier waren diese Quaddelarme. Hier, diese. Weil dann kann ich die Pistolenmunition noch mal eben weglegen. Ich glaube, die brauchen wir nicht. Ich glaube, die brauchen wir nicht. Oh, ich könnte aber hier. Ah, nice. Ich kann mal eben schauen, was passiert. Ich hoffe, die Schrotflinte ist dann nicht weg. Kann ich die benutzen? Okay, cool. Ich hoffe, ich kriege die da noch weg. Oh, geil. Oh, geil. Einfach mehr Munition. Das ist sehr cool. Das ist sehr, sehr, sehr cool. Nice, Leute. Granatenwerfer incoming. Okidoki. Da würde ich ja sagen, ballern wir hier mal ein bisschen. So, wir können die hier noch kombinieren, da rein. Die schmeiße ich weg. Schmeiße ich weg? Nee, die mache ich in die Box. Die ist echt blöd. Ich glaube, die sind auch nicht so stark, die normalen Granaten hier. Soll ich die... Ich muss zugeben, das fühlt sich hier alles sehr nach Ende an. Ich bin mir halt unschlüssig, aber... Das sind auch 11, ne? 11 Stück hier. Das ist auch viel. Sollte ich die auch noch mitnehmen? Das ist völlig übertrieben, ey. 8, 24. Das ist Nähe. Das ist schon okay so, glaube ich. Gleich habe ich Probleme und komme nicht weiter, weil ich alles voller mein ganzes Inventar voller Ballerzeug habe. Heilung zweimal. Habe ich noch eine kleine Heilung? Ein so ein Kraut? Dann könnte ich wenigstens mich auf gut machen. Mich auf gut machen, das klingt auch doof, ey. Ich habe noch das Blaue. Brauche ich blaues Kraut eigentlich nochmal? Vielleicht sollte ich das austauschen gegen den Dreier. Das ist auch ein blaues. Ich habe keine Ahnung. Ich habe Angst. Ich habe einfach das Gefühl, dass es hier langsam Ende ist. Deswegen habe ich Angst. Aber wenn es nicht der Fall ist und ich habe zu viel, wenig Platz im Inventar, dann laufe ich halt nochmal ein paar Meter zurück. Dann ist das so. Da müsste ich den ganzen Müll hier zweimal angucken oder so. Oh, ich habe keine Waffe ausgerüstet. Welche nehmen wir denn mal? Die hier. Aber ich muss sagen, ich würde es auch ganz cool finden, wenn das Spiel hier vielleicht auch zu Ende ist bald. Ist das Claire? Claire? Is that you, Claire? Is that you, Claire? Chris? No. The door won't open. Hey, is Steve with you? Nope. Steve, Claire. Listen, Claire. We have to get out of here immediately. Can you unlock it from the inside? Dann wäre sie doch einfach rausgegangen. No, I can't. Ja, was ist das denn für eine dusselige Frage? Drück sie auf. There should be a self-destruct system somewhere. If you activate it, all the electronic locks might be deactivated. Sicherheitsordner. Prüfen. Emergency. Irgendwas liegt zwischen den Seiten. Ja, dann... Klapp den doch mal auf.
Hättest du auch vorher schon machen können, Kerl. Zwischen den Seiten war eine Schlüsselkarte. Schlüsselkarte und Sicherheitsschlüssel. Okay. Aber... Oh ne, hier war in dem Raum, glaube ich, irgendwo ein Terminal, oder? War das woanders? Ach, nee, warte mal. Ach, da hinten, da links ist die Tür. Die blinkt. Was mich auch ein bisschen triggert, ist dieser Zombie hier. Naja, egal. Aber vielleicht kommt der auch raus. Macht schon Sinn. Der kommt bestimmt raus, wenn ich diesen Mechanismus aktiviere, den Selbstzerstörungsmechanismus. Aufhebung der Sicherheitssperre im Notfall. Zwei Schalter gleichzeitig nach rechts drehen. Nach dem Aufladen wird die Sperre ausgelöst. Die Tür ist abgeschlossen. Ach was! Hier müssen wir die Libelle reindrücken. Stimmt, ich war auch mit Claire gar nicht hier, weil die Tür abschließbar war, ne? Abgeschlossen war. Die Tür wurde geöffnet. Dann gehen wir nochmal durch. Super verwinkelter Raum. Zombies? Tatsache. Ich höre sie, aber ich weiß nicht, wie nah sie sind. Ich habe keine Lust, nochmal angegriffen zu werden. Ich brauche meine Energie. Mal ein bisschen sneaky hier sein. Nachladen bitte, danke. Steht ihr nochmal auf oder seid ihr dood? Die sind dood, okay. Oh, noch ein Kraut. Ein Einzelkraut. Aber das Einzelkraut kann ich mal eben snacken. Ich habe Heilung dabei, das muss reichen. Oh, ich bin immer noch auf Achtung. Nee, doch nicht. Ein Computerterminal. Von hier ist der Zugang zum Selbstzerstörungsmechanismus möglich. Sicherheitskarte benutzen. Machen wir mal. Es ist eigentlich, ganz ehrlich, das kann nur das Ende sein. Oh, scheiße, wie war denn der Code noch? Veronica. Dumm. Oh, shit. K. The security code has been confirmed. Ja, ich weiß nicht. All doors locked. Okay. 5 Minuten. Ey, direkt Stress. Da steht so ein Zombie unten rum. Alter, was ist das für ein... Boah, jetzt direkt Stress. Was muss ich tun? Zurück zu Claire, würde ich sagen. Oder? Zurück zu Claire klingt gut. Come on, let's get out of here. Was zur Hölle ist das? Ach Quatsch, ey. Die Reinkarnation von ihr selbst, ey. Okay, turn the key clockwise simultaneously on three. Got it. Das sieht echt eklig aus, Mann.
Ja, warte doch nicht. Ich hätte schneller gezählt. Sieht sie anders aus als vorher? Leute, wartet nicht. Holt eure Wummen, ballert was das Zeug her. Chris, but I can take care of this. Just go. Go. You have to make it. Don't die on me. Okay. Ja, hallo. Ja, ganz toll. Ja, und sie hat die Munition von der Magnum noch in der Tasche, ne? Alter! Was zur Hölle? Ey, komm. Sie läuft so ganz langsam. Schelle. Sie fällt runter. Tot. Was willst du denn da machen? Wenn du so ein Lahmarsch bist wie ich? Ey, kann doch nicht angehen, ey. Aber was ich wirklich gut finde, das muss man dem Spiel wirklich gut heißen. Ups, jetzt habe ich... ist die Tatsache, dass man so diese kleinen Zwischenspeicher hat. Die Autosaves hier irgendwie... Das finde ich sehr, sehr gut, tatsächlich. Nein. Ein zurück. Och, nee. Ah. Einmal vertippt. Weil da musst du halt viel Kram musst du nicht doppelt machen. C. Ach, deswegen bin ich so durcheinander. A. Veronica. Aber warum läuft die Tante auch nicht weg hier, Claire? This facility will detonate in 5 minutes. Wird das wegdrücken? Nee, keine. Na gut, gucken wir uns das halt nochmal an. Aber was ich jetzt machen kann, ist auf jeden Fall... Oh, da ist noch ein Kraut hinter. Ich glaube, das snack ich dann nochmal eben weg. Kostet mich zwar ein bisschen Zeit. Falls ich nochmal sterben sollte, hole ich das vorher. Und ich werde ganz kurz schon mal die Magnum ausrüsten. Magnum, gute Sache. Muss ich einfach nur schneller sein? Also schnell genug sein? You made it. So, weg. Zeit. Zielen. Feuer, oder? Also anstatt, dass ich wegläuft, ne? Okay. Das war definitiv nicht die schlechteste Idee. Alter, entwickelt die sich jetzt einfach weiter? What the fuck? Ist falsch bei ihr, Mann. Boah, ey, das sieht nicht cool aus, Leute. Das sieht nicht cool aus. So. Mädel. Friss Blei, würde ich sagen. Oder? Das sieht sehr nach Endboss aus. Allein der Timer. Fetter Boss. Oh, kleine Egel. Hallo. Hallo. Mein Gott. Okay, Magnum ist eh alle. Schrot? Nee, komm, wir nehmen direkt hier. Aber kann ich die kleinen Dinger umnieten? Okay. Oh, da kommt noch einer. Okay, das funktionierte sogar. Boah, da kommen ja voll viele. Aber mir geht's noch gut. Mir geht's noch gut. Komm. Friss Säure, Mädel.
Hallo, Alter, die nerven ja richtig hart. Okay, ich bin auf Achtung. Geht aber noch, denke ich. Wow, what the fuck ist das denn, ey? Hallo? Boah, ey, das ist echt hart. Junge Dieb. Ich weiß ja nicht mal, ob das was bringt, was ich hier tue. Oh ja. Ganz offensichtlich schon. Oh Gott, ey. Alter. Oh ja, Baby. Oh ja. Oh no. Alter, ist das ekelig, Mann. Kann ich das hier einfach benutzen? Das wäre ja voll geil. Oh ja, Baby. Oh ja. Friss das. Oh Gott, warum bin ich denn auf einmal vergiftet? Oh Gott. Ich muss selbst zielen. Ein Treffer. Ein Treffer, Leute. Beenden Sie die Herrschaft der Königin. Easy. Ich würde ja sagen, ein Schuss und getroffen, aber stimmt leider nicht. Den ersten habe ich einfach versemmelt, weil ich nicht damit gerechnet hatte, irgendwie selbst zielen zu müssen. Jetzt die Frage, ist das wirklich das Ende? Oh nein, Wesker kommt auch noch. Wesker ist der Endboss. Sneakt sich durch die ganzen Zombies, ey. Unten im Keller lauern sie alle. Ja. Warum kann man das nicht im Spiel einfach Vollspeed rein und die Leute umrennen, diese ollen Zombies? Und dann fallen die um und die ärgern dich erstmal nicht mehr. Wäre doch voll nice. Chris! Chris. Well done, Chris. It turns out that Alexia's work wasn't much of anything. So now, the only thing left is revenge. Is revenge. Let her go, Wesker. You don't want her. Fine. Claire! Today's a good day. I came for Alexia, but killing you is even better. Sorry to disappoint you, but Alexia is gone. That's no longer a concern to me. I have Steve to work with. What? What? Steve. In his body, there's still a living T. Alexia virus. Ah. Steve should be a good specimen. Maybe he'll come back alive, just as I did, and be able to see your sister again. You freak! Don't you touch him! I'm sorry, dear heart. But my men have already taken me. You get out of here, Claire. But what about? As a surviving member of Starks, I have to finish this. Remember your promise. Okay. So, Endfight hier, ein Boxkampf oder so. Das wäre nice. I'll end this once and for all. Say hello to my comrades who you've killed. I don't know where you get your confidence, Chris. Oh,
Jetzt kommt Epic Endfight hier. Nimm das, Stange. Man hatte keine Waffe dabei, ey. Muss ich gar nicht mehr spielen? Wird Chris jetzt einfach vermöbelt? Das wäre sehr schade. Ich weiß gerade auch nicht, wann Code Veronica zeitlich spielt zu den anderen Teilen. So 1, 2, 3. All personnel evacuate immediately. The self-destruct system has been activated. All personnel evacuate immediately. Aber mit den richtigen Waffen war Alexei jetzt wirklich nicht so schwer. Ich meine, diese kleinen Viecher haben schon genervt. Aber so an sich. Er wird jetzt erstmal vermöbelt, ey. Der arme Kerl. Wie hat er das denn gemacht? Er hat ihn so gehalten und direkt so Schelle? But just look at the power I've gained. Bam, Alter. Ich glaube, das tat echt weh, ey. Ach komm. Magnificent. Don't you think? Stahl erschlagen, Junge, vom Stahl erschlagen. Und wenn du jetzt so krass stark bist, könntest du dich auch einfach rauswuseln. So mit so einem Hulk-Move. Boom! Da bin ich. Wäre weird, wenn es nicht passieren würde eigentlich, aber... Naja, immerhin so. Er krabbelt auf jeden Fall da wieder hervor. Nicht mal ein Kratzer, der Typ. Der weiterführende Teil würde wahrscheinlich Code Wesker heißen. Blödsinn, natürlich nicht. Nice try, Chris. Wesker. Schade. Hey, du, sieht nicht gut aus. Today's your lucky day. Next time we meet, don't count on another. Next time. Until we meet again. Until we meet again. Alles klar. Loading. Chris, where are you? Run, boy, run. Okay. Chris! Ja, komm. Hey,
Gib Stoff. You know that I always keep my promises. Ja, komm, ey. So auf der letzten Sekunde natürlich, ne? Standard. Chris, promise me. Please promise that you won't leave me alone again. I'm sorry, Claire, but it's not over yet. There's still something we've got to do. You mean... Yeah, it's payback time. We've got to destroy Umbrella. Now, let's finish this once and for all. Okay. Und in der Antarktis gerade einfach die krasseste Explosion ever. Alter, ey, krass, Mann. Wir haben heute Code Veronica beendet. Was für ein geiles Spiel, muss ich sagen. Danke an der Stelle für diese Empfehlung von Max. Ich glaube, ich hätte es nie gespielt, um ehrlich zu sein, wenn er mir das nicht so empfohlen hätte. Aber es hat sau Spaß gemacht. Und ich kann an der Stelle sagen, ich habe ein weiteres Resident Evil beendet. Sehr, sehr schön. Mega gut. Mega gut. Ich weiß halt nicht, ob noch was nach dem Abspann kommt. Schauen uns das mal entspannt zu Ende. Das Einzige, was ich ein bisschen weird fand, ist die Tatsache, dass man so, ich nenne das mal kleine Mini-Bosse, wie diese Spinne in dem Eis und dieses Strom-Ding im Wasser da unten, wo wir dieses Schild geholt haben, dass man die so umgehen konnte eigentlich, einfach. Rückwirkend betrachtet, würde ich auch sagen, dass man an sich schon genug Munition hat, um mehr oder weniger alles wegzuballern. Und ich war sehr zurückhaltend mit dem Granatenwerfer. Ich spare mir diese krassen Waffen halt immer bis zum Ende auf, was eigentlich manchmal wirklich ein bisschen dumm ist. Wie viel Munition hat die jetzt gefressen am Ende? 10, 15 Schuss mit dem Säureding, mit den Säurepatronen, weil Magnum hatte ich ja nicht mehr. Also man kann auf jeden Fall einiges besser machen. Ich hätte ja auch nicht gedacht, dass ich irgendwann mal mit Chris hier spiele, das habe ich nicht erwartet. Fand ich aber sehr, sehr cool, muss ich zugeben. So im Nachhinein, aber führt natürlich dazu, dass sie einen Kistenpool haben, dass man halt doch schon gucken muss. Ich hatte jetzt einfach teilweise Glück, außer mit Claire die Situation. War erstmal blöd, dass ich halt die Schrotflinte da nicht hinter diesen Schrank packen konnte. Aber gut, wenn man mit Chris da noch vorbeikommt, ist unterm Strich dann nicht so schlimm. Aber so, ja, im Großen und Ganzen mega Spiel auf jeden Fall. Aber es gab's nur zwei Bosse, so richtig. Einmal den Vater von denen und dann halt Alexia selbst. Hab ich irgendeinen vergessen? Oder ist das tatsächlich so? Aber tendenziell würde ich sagen, ist es genauso, oder? Vielleicht habe ich einen vergessen. Und dann diese Mini-Möchtegern-Gegner, Bosse, wie die Spinne halt, zum Beispiel. Ach ja, hier. Die Tante, wo ich die Bilder gerade sehe. Aber okay. Nee, doch, sie hat ein bisschen mehr Munition da gefressen. Stimmt. Aber das war dann auch noch so ein Bosskampf, den ich nicht umgehen konnte, glaube ich. Wobei, das weiß ich nicht mal. Ich habe es ja nicht versucht, aber...
Dafür ist Alexia viel zu wichtiger Charakter, als dass ich gesagt hätte, okay, die muss ich nicht bekämpfen. Was bei der Spinne grundsätzlich erstmal anders war. Platz. Stuff for Console Version. Ja, eigentlich nicht auf den Controller rumdrücken, aber ich hätte ganz gerne, dass das irgendwie vorbei ist. Nee, okay. Da habe ich keine Chance. Ah, sieht nach Ende aus. Die Geschichte wurde auf dem Schnellformat und im Hintergrund nochmal vom Abspann präsentiert. Presented by Capcom. Vielen Dank, Capcom, für dieses grandiose Spiel, muss ich sagen. Wirklich. Ah, sweetie. Family pictures. Glückwunsch, Rang D. Super schlecht. Alter, wir haben 15 Stunden gebraucht. 37 Mal gespeichert und 8 Mal gestorben in dem Falle. Naja, für den ersten Durchlauf ganz solide, würde ich sagen. Wir sind aber auch wirklich viel rumgelaufen. Viel rumgelaufen. Battle-Modus. Alles klar, Leute. Hier ist Ende Gelände. Oh, ich habe Battle-Modus freigeschaltet. Was auch immer das ist. Ich glaube, ich habe das schon mal gelesen, dass es den gibt, aber mehr auch nicht. So, aber dieses Let's Play endet hier. Ich bedanke mich auf jeden Fall an der Stelle für euren Support und das Zuschauen und hoffe, dass ihr mindestens genauso viel gelacht und euch geärgert habt und Spaß gehabt hattet wie ich. Und ich freue mich schon auf neue Projekte und ganz besonders, wir haben ja aktuell 2021 und dieses Jahr erscheint der neue Resident Evil Teil Village, der 8. Teil der Reihe. Der wird im Mai starten und den ziehen wir uns auf jeden Fall rein. Aber wahrscheinlich werdet ihr den bei mir auf Twitch sehen im Livestream. So viel dazu. Interessiert wahrscheinlich an der Stelle, wenn man das irgendwie in 20 Jahren guckt. Was ist auch egal. Ich bin raus, Leute. Vielen Dank auf jeden Fall dafür. Ich freue mich aufs nächste Projekt. Und wir sehen uns hoffentlich auch bei anderen Spielereien, bei anderen Let's Plays, bei anderen Videos. Vielen Dank für alles. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.